Frau Hartges, was bedeutet das für Sie persönlich, auf der Anuga mit der Dehoga zu sein? Ja, zunächst mal ist es ganz persönlich meine 17. Anuga. Die Anuga 2015 zeigt sich in Bestform. 7000 Aussteller aus 108 Nationen sind natürlich eine einzigartige Inspirationsquelle, auch für unsere Branche. Die Küchen der Welt sind zu Gast hier. Ich denke, alle, die mit Lebensmitteln beruflich zu tun haben, können sich hier wunderbar über aktuelle Foodtrends informieren, Fachgespräche führen und vor allen Dingen halt auch wirklich Input fürs eigene Geschäft zu Hause holen. Apropos eigenes Geschäft zu Hause, was haben Sie denn schon persönlich für sich entdeckt? Also wir haben hier den Marktplatz Gastronomie als Dehoga Bundesverband. Ich hatte heute Morgen das Vergnügen, mit vielen Gastronomen auch aus dem Ausland zu sprechen. Mit einem ganz tollen österreichischen Gastronomen habe ich mich ausgetauscht über politische Themen, über Themen, die Gastronomie berühren, also auch Wettbewerbsthemen, ob Mehrwertsteuer, Mindestlohn und so weiter. Also das ist eben unsere Aufgabe, eben auch als Verband hier eine Plattform zu bieten für den Austausch. Und ich hoffe aber, dass ich natürlich noch die Zeit habe, auch wirklich hier neueste Produkte auf der Anuga mir anzuschauen. Es sind ja auch sehr viele Aussteller da, die vegane Produkte offerieren. Ich glaube, 1000 Aussteller haben ein veganes Produkt im Angebot. Und natürlich würde mich auch interessieren, wie also der ganze Öko-Bio-Trend, wie der sich hier präsentiert. Nein, es ist für uns als Verband auch sehr, sehr wichtig zu sehen, wo sind hier die aktuellen Foodtrends. Und was haben Sie persönlich, also haben Sie schon einen Favoriten herauskristallisieren können, was Sie noch die nächsten Tage erwarten? Also wir selber, wir haben das Forum Systemgastronomie, das 25. Forum findet am Dienstag hier zur Anuga statt. Wir haben dort tolle Konzepte, die sich präsentieren werden. Thomas Hirschberger, der Gründer von Hans im Glück, also die größte Better Burgerkette derzeit, und da freuen wir uns schon sehr drauf. Ebenso Bobby und Fritz, da steht die Currywurst im Mittelpunkt des Konzeptes, wird sich präsentieren am Dienstag, und es findet dann dort die Verleihung des 14. Nationalen Azubi Awards Systemgastronomie statt. Das ist ein Wettkampf, an dem jetzt 42 junge Auszubildende teilnehmen, und die Besten werden am Dienstag zum Forum gekürt. Haben Sie noch eine persönliche Message für alle Besucher der Messe? Also ich glaube, dass in Zeiten von Facebook und Co. Es noch mal wichtiger ist, sich auch face-to-face zu treffen. Dafür bieten Messen ideale Plattformen, sich zu begegnen, weil die tollsten Systeme sind ja nicht einfach so entstanden, sondern es sind immer die Menschen. Die Menschen, die was erfunden, die was kreiert haben, und bei uns in der Branche zählt noch mal mehr die Begegnung mit den Menschen. Und wenn ich guter Gastgeber sein will, dann muss ich auch einfach wissen, was erwartet der Gast von heute, welche neuen Trends gibt es. Und da ist natürlich die Anuga die Plattform, Pflicht und vor allen Dingen Lusttermin für die Gastronomen und Hoteliers. Vielen herzlichen Dank. Sehr geschehen.